Hi Leute, herzlich willkommen zum fünften Teil meiner Sixpack-Anleitung. In den ersten Teilen haben wir besprochen, wie wir die Muskeln aufbauen, wie wir die Ernährung in der Aufbauphase gestalten und wie lange es ungefähr dauern wird, bis man genug Muskelmasse hat, um diese zu definieren. Jetzt, die nächsten Teile dieser Videoserie werden sich darum kümmern, wie wir aus der vorhandenen Muskelmasse mittels einer Diät und dem richtigen Training und dem richtigen Mindset für die Erhaltungsphase unseren Sixpack ausarbeiten können. Und in diesem Video geht es speziell um die Trainingsgestaltung während der Diätphase. Und das ist eine relativ einfache Angelegenheit, denn hier kann ich einfach zum ersten Video, welches sich mit dem Training beschäftigt hat, verweisen, denn an dem Training selber wird sich in der Diätphase nichts ändern. Das Training ist lediglich da, um Muskelreiz zu setzen, damit sich der Muskel motiviert fühlt, sich anzupassen und um zu wachsen. Dasselbe soll er ja auch während der Diätphase tun. Er muss nicht unbedingt in der Diätphase wachsen, aber er sollte wenigstens uns erhalten bleiben. Das heißt, nach wie vor werden wir kurzes und schweres Krafttraining einsetzen, um den Muskel zu erhalten oder vielleicht sogar noch ein bisschen zum Wachsen zu motivieren. Wachsen während der Diätphase ist eine schwierige Angelegenheit, da wir ja ein Kaloriendefizit fahren und das nicht gerade Muskelwachstum fördert. Also geht es eher darum, in dieser Phase den Muskel zu schützen, damit er uns erhalten bleibt, damit am Ende der Diät noch genügend Muskelmasse vorhanden bleibt. Zusätzlich zum eigentlichen Krafttraining kannst du auch ein wenig Cardio einbauen. Wobei das ist jetzt nur wirklich eine Option, das ist kein Muss. Es ist durchaus möglich, eine erfolgreiche Diät komplett ohne Cardio zu machen. Ich persönlich baue es manchmal ganz gern ein, um noch etwas zusätzlich zu tun oder um den Fettabbau ein wenig zu beschleunigen. Hier würde ich aber empfehlen, nicht mehr als wie 3 Cardio-Einheiten pro Woche zu machen, zu je 20 bis 30 Minuten. Und auch nicht zu schweres Cardio. Cardio immer nur so viel oder in so einem Pulsbereich, dass du dich noch theoretisch mit einem Partner oder Kollegen unterhalten könntest. Also schön eine halbe Stunde, zügig, aber auch nicht zu schwer und das am besten gleich in der Früh auf leeren Magen, denn in der Früh ist das Cardio-Training am effektivsten, denn du hast hier noch nichts gegessen, das heißt, du hast noch keine Kohlenhydrate zu dir genommen und wenn du jetzt ins Cardio gehst, dann geht es gleich an die Fettreserven und nicht vorher an die Kohlenhydratspeicher. Also bitte merken, Cardio für den Fettabbau ist immer gleich in der Früh auf leeren Magen am effektivsten. Beim Training selber bleibst du genau bei den Übungen, bei deinem Konzept, das dir bereits beim Aufbau die Erfolge beschert hat. Denn was dir geholfen hat, deine Muskeln aufzubauen, genau dieses Training wird dir jetzt auch helfen, deine Muskeln zu behalten. Wenn du in die Diätphase übergehst, ist das die falsche Zeit für Experimente beim Training. Denn jeder Fehler hier, jede Umstellung, zum Beispiel wenn du mehr Volumen machst, dafür die Intensität runterschraubst, das kann wirklich schlecht enden. Das heißt, eventuell reagiert der Körper negativ darauf, du hast auch noch eine negative Kalorienbilanz wegen der Diät und das zusammen führt eher dazu, dass du Muskeln abbaust anstatt Fett. Also bitte nimm dein Erfolgstraining auch mit rein in die Diät. Das ist ein ganz wichtiger Tipp. Wenn du vorher schon relativ kurz und intensiv trainiert hast, dann wird dir das jetzt auch in der Diät noch zusätzlich helfen. Denn durch die Kalorienrestriktion ist auch dein Energielevel niedriger als wie in der Aufbauphase. Also macht es durchaus Sinn, bei einem kurzen und knackigen Training zu bleiben und nicht mit längeren Einheiten zu experimentieren, da einfach nicht die Energie dafür vorhanden ist. Speziell, wenn es Richtung Diätende geht, also die letzten Wochen, kann es sein, dass der Energielevel sehr niedrig ist und das Training schon mühsam wird, beziehungsweise es wird wirklich dann schon schwer, das Training durchzustehen. Und hier hilft es dir wirklich weiter, wenn du nur, unter Anführungszeichen, diese 30 Minuten kompakt Vollgas geben musst, anstatt 1,5 Stunden Trainingseinheiten, die du eh nicht mehr richtig durchstehst. Also bleib bitte auch während der Diätphase bei deinem Training, das kurz und knackig sein soll. Zusätzlich kannst du das Training noch durch diese Cardio-Einheiten ergänzen und das war's im Prinzip. Während der Diätphase also dein Erfolgstraining beibehalten, keine großen Experimente, bei kurzen, knackigen Trainingseinheiten bleiben und auch weiterhin Grundübungen einbauen.
oder mit deinen Grundübungen arbeiten. Das heißt jetzt nicht vermehrt auf Kabelzüge umsteigen, wie man es früher in den 80er und von mir aus auch noch 90er Jahren gemacht hat, sondern weiterhin Kniebeugen, schweres Drücken, Klimmzüge, all das, was dir vorher das Fleisch aufgebaut hat, soll dir jetzt helfen, dein Fleisch zu erhalten. Um das geht es. Das war's zum Thema Training in der Diätphase, ganz kurz und knapp. Im nächsten Video sprechen wir dann über die Ernährung in der Diätphase. Das ist dann der Punkt, wo es wirklich interessant wird und wo es für die meisten auch richtig anstrengend und hart wird. Und bis dahin bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wenn dir das Video gefallen hat, bitte gerne einen Daumen nach oben und wir sehen uns in den nächsten Teilen. Dankeschön. Tschüss.